Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Play Overwatch. Und endlich bin ich mal wieder nicht mehr allein, sondern ich habe meinen lieben Ryu dabei. Hi Ryu. Hallo. Und ja, heute ist besonders schön, denn auch da ist es wieder mal was Neues, so wie in der letzten Folge eben auch. Heute ist ein neuer Modus und zwar Capture the Flag. Und ja, ich bin sehr gespannt. Noch nie gespielt. Björn ja auch noch nicht. Von dem her kann es nur interessant werden. Let's go get the flag. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Wir capture the flag am besten. Ich habe auch keine Ahnung. Ein Bastion, den wir da haben, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Der bombt erstmal alles weg. So, da müssen wir verteidigen. Das ist schon mal... Wahrscheinlich werden jetzt alle... Greifen jetzt großartig an, weißt du? Und dann wird wieder mal nicht verteidigt. Ich bleib mal ganz kurz bei unserer Flagge so ein bisschen. Ich bin auch da. Ja, ist schon. Ich würde sagen, man kann es jetzt mal langsam probieren, oder? Weiß es nicht, ich bin echt so... Was war das denn? Ich hab... Hat jemand eine Flagge? Ja. Nice! Das hat der Genji gut gemacht! Ja, und ich habe hier die Diva auf mich gezogen. Klassisch. War genauso beabsichtigt, wenn jemand fragt. Das wollte ich so. Das ist aber schon immer ein weiter Weg zur Flagge hin, du. Ich glaube, das ist auch eine geile Map. Also ich glaube, das ist auch cool für Winston. Die Map? Ja. Na klar. Ach, Krabba Buddha. Arschkeks. Ah, wir haben wir die Flagge? Ja. Beth schon holt die Flagge. Oh. Mein Gott, natürlich. Der Dicke da. Der Dicke da. Mal den hier spielen. Weg mit dem Dicken! Ich glaube, der ist fast so unmobil, der Reaper, für die Karte. Ah, da ist ein Ding. So eine Tracer. Kuh. Tracer Move? Ja, die ist, die macht es gut, muss ich sagen. Die macht hier richtig Rabatt. Und ich habe mich sie so ein bisschen ignoriert. Und ich nehme jetzt echt mal Winston, glaube ich. Aber aktuell mit 2-3 in Führung liegend. Denke ich nicht. Langsam. Oh, die, also Tracer ist schon krass vom Damage her. Kannst du sagen, was du willst. Ja, wenn du dran bist, ja. Ja, ja, also die bratzt da was raus.
Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde. Ich finde es einfach interessant, wie im Chat, glaube ich, sich die ganze Zeit darüber unterhalten wird, ob man Diva vögeln darf oder nicht, weil ob es alt genug ist oder nicht. Mein Gott, dann kommt da noch eine Diva. Das gibt's nicht. Du machst einen Nieder, eine Tracer, du machst einen Nieder und dann kommt da noch ein anderer Typ angeschlichen. Und nervt dich. Ein Knotzen ist das. Ich fühle mich großartig. Feindliche Teleporter entdeckt. So, da ist noch ein Helf, ja, Helf nämlich. Helf nämlich. Ach, die neue Diva. Oh. Okay, der war natürlich jetzt überraschend, muss ich gestehen. Dass da der mit seinem Hook da ist. Was, die neue Diva, Entschuldige? Den Diva, nicht Diva, sondern den Rework von der. Diagnose? Wie heißt sie denn? Ich weiß es auch nicht. Du meinst Zaraya oder nee. Diese Teleporter-Tussi oder was? Ja. Ja. Die blöde Flagge. Da ist er. Wollte ich eigentlich gerade ran. Aber nicht. Mann, jetzt muss ich hier erstmal 35 von diesen Selbstschussanlagen wegmachen, aber ich glaube, du hast eine schöne Ulti gerade gezogen. Ich glaube auch. Wie wir das wegmachen können. Ich die Karte habe. Nee, ich habe nicht die Karte, die Flagge. Was ist mit dir gerade los? Hab ich die Karte? Go, go, go! Ja, das schaffst du, ey. Schafft er. Schafft er! Ist der Sieg und die Lootbox! Der Lootbox! Ja, nice! Eliminierung auf der 1, Zielfortschritt auf der 2, Zielfortschritt 3, 1. Gutes Ründchen, würde ich mal sagen. Aber Chase hat mich hart geownt. Hat mich die gefickt. Da, ich glaube, ja, genau. Da. Da, pass auf, da, zack. Nochmal ein. Und gleich weg. Kein Problem. Sehr gut. Kriegst du hier von mir den. Ich vote natürlich auch für mich selbst. Soll mal ist der erste Team Yes sagen? Können wir machen. Episch! Beziehungsweise ich mache schnell einen Abbruch. Abbruch, Abbruch. Abbruch, weil dann will ich die Lootbox schnell noch zeigen. Lootbox. Match verlassen. Dann lieben wir. Lief mal bitte. Ich mach mal kurz die Lootbox auf und jetzt drücke ich hier. Zack, 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 gib mal was Geiles, was Geiles. Nein, irgendwas Blaues. Bei mir sind zwei Legendary. Ach Quatsch! Einmal Legendary Gate und einmal ein Skin. Von? Widowmaker leider nur. Ah, schade. Nee, schade, aber trotzdem. Björn, es war mir ein Fest, es hat viel Spaß gemacht und GZ zu den zwei Legendaries, ich hol's mir beim nächsten Mal einfach. Also, okay. Macht es gut. Ciao, ciao. Peace.